Innedruckt der Fußball-Podcast aus Basel mit der 166. Episode. Und Maxi an meiner Seite. Hello, welcome back. Wie geht es dir? Gut, gut, sehr gut. Ein wunderschönes Wochenende gehabt, sowohl wetter- als auch fußballtechnisch. Yes. Und ja, gut in die neue Woche gestartet. Es fühlt sich ein bisschen anders an als sonst nach so einem Sieg oder zwei Siegen in Folge. Sind es zwei Siegen in Folge? Das kann man schon fast nicht glauben. Ja, nein, es fühlt sich entspannter an. Es hat wirklich gut getan. Aber fangen wir schon beim FCB an? Nein, wir müssen irgendwo eine Schlaufe machen zu Leverkusen. Ja, das ist natürlich ganz eine tolle Schlaufe. Also, unglaublich. Ich habe, als ich die Meldung bekommen habe, Gänsehaut bekommen. Es ist wirklich cool, einfach eine Mannschaft, die das erste Mal in der Geschichte Meister wird. Natürlich kommt ein bisschen auf die Geschichte drauf an, vom Verein selber, aber jetzt auch gerade bei Leverkusen einfach eine Hammer-Story. Sensationell. Ich weiß nicht, ob die dritte Halbzeit los ist. Nein, also dritte Halbzeit. Nein, ich meine andere Liga. Andere Liga, Mann. Das ist so eine fette Stolperer von dir. Ich komme immer dritte Halbzeit in Sinn. Ich probiere so andere oft wie möglich, Liga. Immer wieder. Ja. Die haben immer den Leverkusen, der eine die findet Leverkusen geil, der andere findet es absolut unsexy und scheiße und langweilig und ein Tortenclub. Ohne Tradition und kann nicht verstehen, wieso der andere jetzt mitgefiebert hat, aber Leverkusen hat ja eigentlich schon. Also jeder, der so alt ist wie ich oder sich so alt ist wie du, der kennt Leverkusen und ist nicht mehr dabei gewesen. Es hat nichts mit unserem Alter zu tun. Also die Leute verstehen das Konstrukt Leverkusen nicht richtig. Also die haben viele das Gefühl, das kommt von Bayer, das ist gleich wie beim Red Bull, da Bayer hat da also irgendwie... Sie heissen Bayer Leverkusen. Ja, ja, aber der Ursprung vom Verein ist natürlich ganz anders. Das war nicht Bayer, der gesagt hat, wir wollen jetzt ein Werbeprodukt auf den Markt bringen, um unsere Medikamente besser zu verkaufen. Sondern das sind die Angestellten von Bayer, die Anfang des 20. Jahrhundert entsprechend haben wollen, ihren eigenen Fußballclub. Firmensport. Firmensport eigentlich, genau. So in die Richtung gegründet haben. Und das ist eigentlich, wenn man so möchte, von Anfang an so in der Hand von den Spielern, von den Fans, vom Verein selber gewesen. Und natürlich ist die Verbandelung zwischen der Firma und dem Verein selber nicht zweckdiskutieren. Das ist klar. Das ist ähnlich wie vielleicht bei Wolfsburg, obwohl es dort sich auch wieder ein bisschen anders verhalten, als das bei Leverkusen ist. Aber Leverkusen kann man aus meiner Sicht durchaus auch als Traditionsverein zählen. Also eher ja, Traditionsverein als Werbeclub. Ja, ist nicht. Finde ich wirklich nicht. Genau. Das Stadion ist halt so ein paar Sachen, die unglücklich sind mit der VIP-Loge hinter der Kurve. Das sieht aus wie ein Trainingsplatz. Das ist einfach, da hat sich keiner wirklich, der Architekt, das sollst du noch mal besuchen. Aber sonst, ja, Granit Xhaka wird also deutscher Meister. Sind schon ein paar andere Schweizer geworden, aber auch nicht allzu viel. Nein, ein illustrer Kreis. Um Marco Streller rum. Ja, es sind 8 Stück. Yes. Und wenn man den Hitz ohne Einsatz bei Wolfsburg nicht mitzählt, dann kommt der Hitz als 9. noch dazu, sozusagen. Jetzt. Also, wenn der Hitz nicht zählt. Der ist im Kader gewesen. Der ist im Kader gewesen. Wenn du keinen Einsatz hast, dann bist du nicht. Ja, das kann man sich jetzt darüber diskutieren. Das fände ich ja fies, weil da war ja auch ein Trainer quasi irgendwo nicht. Ja, also nicht das ist. Der hat ja keinen Einsatz. Und der Co-Trainer und der hat genug Einsatz. Nein, dann zählen wir den Hitz auch dazu. Würde ich sagen. Ja. Ist da wirklich da gewesen, was sie Meister geworden sind? Luke Watson, den ich gestern gelesen habe, tatsächlich. Und also mit Benaglio? Richtig, den haben sie ja so ein bisschen als Kumpan von Benaglio auch geholt. Dann, genau. Da musst du immer zwei einkaufen, schon mit einer Mehrsäule. Das funktioniert ist, eben der Schweizer besser. Das war die totale Strategie von Felix Magath gewesen, schon immer. Das ist, ich habe erst gerade am Wochenende die Doku über ihn geschaut und er hat, egal von welcher Nationalität im Kader, immer mindestens 2 gehabt, damit die sich zusammen können verständigen und eine gute Zeit haben. Jetzt versuche ich gerade zu überlegen, ich habe gerade irgendetwas von Margot gelesen, jetzt habe ich es vergessen. Was ist das gesehen? Von Margot, ist irgendwie immer wieder. Weil irgendwie 2 Flügel Seiten gewechselt haben. Das kann schon selbstständig. Bei ihm würde mich das nicht verwundern. Und dann haben sie gesagt, ja, es läuft alles über rechts, man will die Seiten wechseln, die beiden Flügel. Und dann haben sie gesagt, du bist jetzt also Trainer, 5'000 Euro Buß. Also, ja. Ist eine interessante Persönlichkeit, nice. Margot, auf jeden Fall. Einmal Gratulation an Granit Xhaka und an den ganzen Verein. Der Meister 4 ist nicht sehr beeindruckend gewesen. Das hat ein bisschen an GC Meister 4 erinnert. Gut, Platzsturm hat durchaus... Ja, ja. Nein, ich meine nachher so die inoffizielle, ja. Ist irgendwie so ein paar hundert Leute gesehen. Mal schauen, wie es am Ende von der Saison durch die Stadt gefahren. Ja. Da haben wir ein Witzchen gemacht, dass jetzt Leverkusen-Spieler das erste Mal die Stadt gesehen in der Stadt. Die wohnen natürlich alle in Düsseldorf oder von mir in Köln, aber ja. Müssen wir nicht weiter darauf eingehen, reden wir ein bisschen über die Super League. Lausanne, das erstarkte Lausanne schlägt der FCZ.
bringt nichts, sie sind auch in der Abstiegsrunde. Ja. Aber ja, die sind natürlich mittlerweile wohl auch safe. Also da geht es auch nichts mehr wahrscheinlich. Dann geht es, unser Hauptkonkurrent verliert daheim gegen Lugano, der noch eine rote Karte holt mit 0-1. Zum Glück. Zum Glück, ja. Da hätte man können anders erwarten, vielleicht sogar nach einem Trainerwechsel. Dann denkt ja, am Schluss liegt noch etwas drin. Aber wirklich Wunder hat er jetzt auch nicht verbracht, was man auf dem Platz gesehen hat. Also vielleicht ein gewisser mehr Biss reingebracht, aber ja, auf dem Platz selber. Ich habe es gestern gesagt und ich glaube, da bin ich nicht böse. Aber wir sind nicht weit vor GC, aber ich glaube, jeder Spieler von uns würde bei GC spielen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht weit davon entfernt. Also ich glaube, jeder. Ja, ja. Auf jeder Position haben wir einen, der bei GC Stammspieler war. GC ist nicht stark genug, nein, zum uns nein, das eigentlich realistisch Konkurrent sein. St. Gallen schafft es in Top 6 mit einem 5-1 gegen Iverdo. Die haben schnell ein bisschen Luft rein. Ja. Kann man so sagen. Schnell zum richtigen Zeitpunkt noch. Und ja. Luzern in die Relegation Group geschickt, wo das ist eigentlich schade, zwei verlieren. Dass das jetzt schon passiert ist, weil ich denke, das geht nochmal so ein bisschen ein hitziges Finalspiel. Im letzten, nächste Runde, so vor dem Strich. Also. Dass wir es in der Hand gehabt haben, ob sie es noch schaffen oder nicht. Das wäre vielleicht noch Motivation gewesen, noch cool gewesen. Aber jetzt geht es wie um nichts mehr, außer Punkte, wenn man so möchte, ja, in der nächsten Runde. Ja. Also schon noch einiges, klar. Natürlich. Aber IB gewinnt gegen Luzern, obwohl es lange gut aussieht für Luzern. Luzern ist vorne gesehen. IB hat irgendwie 5 Minuten schnell aufgedreht. Ja, die haben kurze Phase, wo sie einfach auseinandergeschraubt haben. Dann längt es wieder. Winterthur gewinnt in Uschi. Ich glaube, da ist vor allem GC sehr froh gewesen, dass das passiert ist. Ist das schon die ganze Runde gewesen? Ja, Emil ist jetzt das fix, Top 6. Und ja, die Loser 6, eben, wo wir drin sind. Da kann man sich jetzt ein bisschen, eben, föhnen die ersten Diskussionen an über die beiden Gruppen. Also nach wie vor ist eigentlich die Euphorie über den Spielmodus relativ gross, was ich so auf Social Media und so lese. Also die Leute sind überhaupt nicht abgeneigt. Eben, ich habe jetzt schon erste Stimmen gehört, der FC Luzern, wo es nicht mehr in die oberen 6 kann schaffen, wo unter Umständen nach der nächsten Runde irgendwie 15, 16 Punkte Vorsprung haben auf einen Relegationsplatz. Für die geht es dann wirklich um gar nicht mehr in der letzten Nachteil, wo wir zuerst ja wählen, dass dann der Gewinner von der Relegation noch in die Conference League kommt. Das war die Idee gewesen, um das eben spannend zu halten. Weil dann hätten wir jetzt die Möglichkeit, hey, 4 Punkte und wir könnten europäisch spielen. War sich nicht schlecht gewesen, aber auch sehr unfair gewesen für die 6, die jetzt, die sich qualifiziert. Wahrscheinlich, ich sage, wahrscheinlich ist es so ein Entscheid, so 60, 40, 70, 30, dass es halt dann doch eben eher unfair gewesen wäre. Aber wolltest denn du jetzt lieber in Top 6 so knapp, wenn du zum Beispiel ein paar Punkte Rückstand hättest, oder wärst du dann lieber 7. geworden? Weißt du, das ist so? Ja, nein, dann machst du lieber, dann bist du in der oberen Tabellenhälfte safe, egal was in den nächsten 5 Runden passiert. Oder? Ja, wenn jetzt nur die ersten 4 oder 5 sich qualifizieren, dann bist du halt einfach vielleicht schon weg. Und wenn du aber dann 7. wärst, wirst du noch siegen. Also es, es wird schwierig. Es wird schwierig. Wenn dann sportlich im Vorteil kannst du sein, wenn du verlierst, das finde ich immer. Das ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Ja. Das heißt, ja. Wenn jetzt natürlich, wie Luzern hat jetzt natürlich extra können verlieren, genau, damit sie auf den 7. kommen, zum nachher. Ja, ich sehe, was du meinst. Ja. Schwierig. Schwierig. Challenge League noch ein bisschen, vielleicht schnell. Weil Nyon 0-0. Super. Wow, ey. Das interessiert alle. Nein, ich finde es so lustig. Es interessiert keinen Sau. Es hat eine Zeit lang auch noch interessiert, Challenge League, so ein bisschen. Mm-hmm. Ich glaube, jeder Match verloren, seit Alex Frey weg ist. Ja. Wird ihn, glaube ich, auch freuen. Gut, Sion ist auch noch ein spannender Match. Eigentlich interessiert ja nur Sion und Thun. Ja. In dieser Liga. Ja, so also, man kann darüber reden. Ich finde, Xamax hat historisch auch eine Berechtigungsdose interessiert. Nein, sicher, ich meine vom Resultat. Sonst bin ich immer, ich weiß nicht, was jetzt anders ist. Was ich Leute sonst interessiert, wo uns zuhören. Ich schaue sonst immer das Resultat an von allen Teams. Ich finde es immer spannend, weil irgendetwas geht. Aber da ist jetzt einfach irgendwie, ich schaue nur, was macht Sio, was macht Thun. Sio gewinnt in Baden 3-0. Thun gewinnt 1-0 gegen wer? Bellinzona. Aber es geht ja auch nur noch darum, was dort oben passiert. Also ich meine, Baden ist mehr oder weniger sicher wieder abgestiegen. Yes. Es geht noch genau um Aufstieg, der aber super spannend ist. Ich meine, Thun hat ein Spiel weniger und 4 Punkte Rückstand. Also mit dem einen Spiel mehr kann sie auf 1 Punkt verkürzen. Da ist noch alles offen. Das haben wir gesehen, da mit den 21 Punkten Abstand. Das ist das, was in dieser Liga nicht funktioniert irgendwie diesmal. Was ich mir noch kurz überlegt habe, ich weiß nicht wieso, bei der letzten Episode uns ansprechen, ob es nicht könnte Sinn machen. Ich glaube, das ist meine Überlegung gewesen. Challenge League trotzdem auf 12. Mhm. Gleiche Motors, irgendwie plus minus wie die Super League. Irgendwie in der
2 von der Promotion League offen oder dass sogar die Leute, die 21 Mannschaften, dürften aufsteigen. Ja, da machen wir ein grosses Fass auf dann wieder. Ein riesen Fass, aber könnte ja eigentlich auch, kann es nicht auch eine Chance sein am Schluss für die Challenge League? Oder? Doch, also das haben wir ja durchaus auch schon ins Maul genommen, das Thema. Yes. Und also meinst du, nur 21 vom FCB spielt gegen... Gut, das ist die Sicherheitssache wieder, das ist die Polizeisache. Aber es ist halt ein Thema... Gegen Samara, Xara, ja. Das ist unsere in Österreich machen sie das ja. Aber schon geil. Also ich glaube, wir hatten 2.000-3.000 Zuschauer. Wir hatten mehr als Nio. Aha, jetzt du 21. Du 21. Dem, ja. Aber das Problem... Es würde ja nur du 21 von den Grössten eine Chance haben. Also, ja. Es steigt ja dann kein U21 von Bellinzona irgendwann in die Liga auf. Weißt du, was ich meine? Nein, das sicher nicht. Aber letztes Jahr war es jetzt Luzern gewesen, zum Beispiel, oder... Jetzt diese Saison ist niemand von den 21 Teams wirklich Aufstiegsaspirant in dem Sinn. Aber ja, eben, über das können wir lange diskutieren. Dafür, der Wider, Vor- und Nachteil, dass es nur 10 Teams sind. Was ich noch eine spannende Ergänzung fände, wenn wir da gerade ein bisschen so Gedankenspiele machen, wäre so eine Art Playoff-Turnier wie in England. Das fände ich einfach mega geil. Ich weiß nicht. Für Challenge League. Challenge League und Super League. Wieso tut man, also weißt, es ist ja in England, ich kenne mich jetzt nicht perfekt aus, bin ich ehrlich, aber da spielen sie zuerst eben die oberen 6-8 Plätze, was auch immer von der Tabelle. Ja, das ist Horror. Ja, ist Horror. Spielen ein Turnier gegeneinander, wo dann später die Abstiegsgefährdeten von der Premier League nachher auch noch eine Art Relegation spielen oder spielen die oben untereinander und unten untereinander. Ja. So, gell? Du eben, bist normalerweise, aber ich würde es eben gerne zusammenführen. Der erste steigt auf und dann 2-6 ist ein Playoff und das ist natürlich einfach... Ein Aufstieg, wo dann im Wembley, glaube ich, ausgespielt wird. Mannschaften und so. Also wenn du dann irgendwie den Zweiten wirst. Also bei Rex haben wir ja verfolgt. Die sind jetzt aufgestiegen, oder? Zweimal hintereinander. Ja. Aber eben, wenn du nicht Erster wirst, dann spielst du Playoff und es ist einfach sehr hart. Und Playoff haben wir nicht wählen in der Super League. Jo, das aber, ist also gut. Einmal Diskussion gesehen. Es ist noch mal ein bisschen etwas anderes, ob es dann wirklich um die internationalen Plätze auch alle an sich geht oder ob es einfach nur noch darum geht, auszuspielen, wer noch als letztes aufsteigt in dem Sinn. Yep. Sehe ich Playoff-Modus ein bisschen differenziert zu dem. Also würdest du jetzt quasi der Erste steigt auf und zweite macht. Wieso schießt Sion geht direkt rauf? Yes. Und GC spielt anstatt nur gegen Thun ein Turnier gegen Thun, Xamax und Nio. Kannst natürlich dann sagen, was ist, eben, wenn Thun so viel Vorsprung hat, mega Nein. unfair, aber die würden ja gegen GC vielleicht in der Relegation eh verlieren. Es ist eh kein sicherer Aufstieg, der Relegationsplatz. Nein, so. Du nimmst ja niemandem einen sicheren Aufstiegsweg. Du machst vielleicht einfach das ganze Konstrukt noch ein bisschen spannender. Man aber wie gesagt, ist jetzt eine es ist alles Gedankenspiel. Man kann sich sicher einfach ein bisschen etwas überlegen, um die Challenge League ein bisschen vorwärts bringen. So um das geht zwischen ja, Challenge League, Promotion League zur Super League, ich glaube, das ist noch nicht optimal. Genau. Und zu wenig attraktiv halt einfach, oder? Yes. Irgendwie schon. What else? Du 21 gewinnt gegen Cham. Der dreifache Kayombo. Ja, der dreifache Axel. Der dreifache Axel. Weißt du, was ein dreifacher Axel ist? Nein. Das ist Eiskunstlaufen. Das ist so eine Form oder was? Eine Figur. Figur. Oh wow. Ich glaube, die schwierigste, die es gibt, der dreifache Axel. Und jetzt haben wir den dreifachen Axel gehabt. Dann kommst du so billig mit dem dreifachen Kayombo. Woher ja, kennst du nicht. Die Figuren aus dem Eiskunstlauf? Von Mel Bundy. Schrecklich nette Familie. Ja gut. Das erklärt es, ja. Nein, keine Ahnung. Ja, mir nie Eiskunstlaufen geglückt. Nein. Ich bin kein Fan vom Stefan Lambiel. Das ist doch mal so eine gute gesehen. Ja, aber ich glaube es, ja. Ja, aber willst du noch kurz über die 21 Promotion League reden? Also es ist einfach scheiße, weil Lugano eben gewonnen hat. Ja, es ist wirklich verflixt. Ja. Das ist wirklich kacke. Ja. Das hast wieder die 3 Punkte Vorsprung auf St. Gallen. Hast aber ein massiv schlechtes Goalverhältnis. Also ich habe das Gefühl, wir auf dem Abstiegsplatz. Eine Niederlage sind auf dem Abstiegsplatz. Also ich habe das Gefühl, wenn ich auf die Tabelle schaue, hat sich so nicht viel verändert zu dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Dave das Gespräch hatten. Das ist schlechter fast geworden. So vom Verhältnis zu den anderen Mannschaften, oder, kann man so sagen. Weil, also eben, wir sind noch genau gleich abgestiegsfördert, wie das vor 6 Wochen der Fall war. Also Bühl und Baba sind schon recht weg. Es geht eigentlich nur noch zwischen Lugano, St. Gallen und uns. Es sind 21 Mannschaften, die dort innen rumkrebsen. Ich finde es gut, dass 2 U21 Mannschaften absteigen. Da bin ich absoluter Fan davon. Für mich war es ein bisschen zu viel diese Saison an U21 Teams. Also ich denke, mit 2 weniger haben wir nachher immer noch 5 Teams, wenn ich das jetzt auf den ersten Blick richtig sehe in der Promotion League. Ja. Das ist mehr als genug. Also insgesamt sind es 18 Mannschaften. Nein, darum könnt ihr 2 rufen in Challenge League. Oder ich fände das nicht so schlecht.
Ja, ich müsste mir da, glaube ich, nochmal genau Gedanken drüber machen. Ich fand das Konstrukt von Farmteams oder Partnerclubs, oder intensiv das, damit zusammenarbeitest, wieder ein nächstes Argument. Aber ich fand das fast attraktiver, ja. Ja, aber dann hättest du was. Ja, aber wenn du dann so ein Kongel oder OB oder Black da oben hast, dann ja, aber du kannst nicht Aarau zum Farmteam vom FCZ oder vom FCB machen. Das nein, aber du kannst das ja... Stell dir vor, Aarau als Farmteam vom FC Zürich. Nein, das ist ja, das geht gar nicht. Nein, du kannst das nicht so machen, aber ich meine, mit Kongeli hat man das ja früher eigentlich gehabt. Kongeli ist Nazi B gewesen. Ja, natürlich. Ja. Eben. Und man hat dort einen regen Austausch zwischen den Spielern gehabt. Im Aufstiegsmatch. Nein. Jockel. 10'000. Wann war denn das gewesen? Wo sie aufgestiegen sind. Nazi B, da bin ich. Also jetzt, ja, du bist wirklich noch jung. Ich kann gar sagen, gegen Kongeli aufsteigen, Nazi B, das bin ich wahrscheinlich schon auf der Welt gesehen. Das ist das neue Jockeli gesehen. Ja, ja. Nein, es ist eben, wenn ich das gesehen habe, du sagst, es ist doch schon länger her, wird doch schon bald 20 Jahre. Ich hätte gesagt, Aufstieg ist wahrscheinlich knapp 20 Jahre her. Ich dachte echt 20 gewesen. Und das ist 20 Jahre her. Reden wir über etwas anderes. Ja. Reden wir über den FCB. Der FCB-Teil präsentiert von Pharmastaff GmbH. Der Nummer 1 Schutzartikellieferant aus Basel. Beliefert vor allem Pharma, Chemie und Kursindustrie mit Hygiene und Schutzartikel. Unser FCB in allen Munden, wie immer. Mhm. Überall wird über uns geredet. Ja. Sehr schön. Das mal haben wir die Leute auch nicht allzu lange auf die Folter gespannt beim FCB-Teil. 16 Minuten. Das geht über noch. Du 21 geschwätzt. Eben. Nicht so schlecht. Sehr gut. Nein, es ist so ein bisschen, keine Ahnung. Ich bin ja nicht mega vorbereitet, weil ich den Geschäftsbericht daheim liegen lassen habe. Noch extra in händischer Form gehabt. Also willst du zuerst so rundherum oder zuerst den Match? Nee, ich würde sagen, machen wir zuerst. Haben wir eine Runde herum, wo klein war und dann auf dem Match. Der Steffentag im Blue. Der Steffen, tipptopp. Ja, also. Haben wahrscheinlich sehr viele von euch draußen mitbekommen. Wir haben ja auch zusammen auf unserem Insta-Kanal einen entsprechenden Ausschnitt aus dem Tag von Blue Sport Heimspiel, heisst der Tag, mit dem Steffen gepostet. Und ja, der Steffen hat den Podcast gelost. Also, ja, klar. Ja, klar, wie kann es denn anders sein? Aber nein, ist eine coole Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Also, eben, er hat es gesehen, er hat es daheim versprochen. Seine Frau hat noch ein Wörtchen mitgeredet. Ja, der Sohn ist involviert gewesen. Alles in allem wirklich eine coole Geschichte. Geht sonst gerne mal noch nachschauen und hören bei uns auf dem Instagram. Yes, ja, der Steffen. Und da haben wir schon viel geredet. Ja, ja, da haben wir abgehakt. Aber das Thema, dass er da sich noch entsprechend hat können äußern zu dieser ganzen Thematik auch selber, ist durchaus erwähnenswert noch gewesen. Und ja, eben, er hat gesagt, er hat keine Rückmeldung vom Tag bekommen. Das hätte man jetzt noch können damit rechnen irgendwie. Oder also das, im Nachhinein ja, ja, genau. Das ist noch ein lustiger Fakt gewesen, wenn jetzt so der Dave noch ein WhatsApp nachgeschoben hat oder so. War auch noch gut gewesen. Und was eigentlich noch spannend gewesen ist. Wie schaffst du es, da nicht noch mal etwas schreiben? Also ich hätte garantiert dann etwas geschrieben. Ja, vor allem gerade, wenn du vielleicht irgendwo noch einen persönlichen Kontakt hast oder so. Die jetzt zwei machst du Spruchnachricht? Du Hund? Was läuft bei dir schief? Aber er hat selber so ein bisschen die Gründe genannt, wieso dass er nicht zum FCB gewechselt ist, dazu mal. Wo auf der einen Seite das Geld war, also das hat er selber erwähnt gehabt. Klar. Und auch so ein bisschen fehlende Kommunikation vom Seiten FCW, oder? Ja. Dass Lugano sich anscheinend zu Tod bemüht hat um ihn. Wir haben ihm gesagt, eben, wir bauen hier ein Team um dich auf, du unterstützt die Erfahrung. Und vom FCB sei eine Anfrage an seine Agentur gekommen. Aber das trotzdem. So habe ich das durchaus rausgehört aus dem Tag, ja. Aber wirklich bemüht hat man sich halt nicht, oder? Und das ist dann doch auch wieder schwach. Und etwas würde ich gerne noch korrigieren. Ich habe im letzten Folge gesagt, wegen dem Steffen, dass er ja gerade auch aufgrund von seinem Wechsel zu Wolfsburg vielleicht ein bisschen Geld auch im Vordergrund gehabt hat. Also, er hat da vehement widersprochen innerhalb vom Heimspieltag. Ja, ich würde das mal so im Raum stellen. Was hat er bei jemand versprochen? Eben, dass bei ihm nie das Geld im Vordergrund gestanden sei. Für den FCB hat er auch auf Geld verzichtet, ja, wenn es ein nötiges Engagement gibt. Weller in Wolfsburg kann man immer so sagen. Ja, genau, das habe ich mir voll auch gedacht. Ja, aber natürlich. Nein, ich sage, du willst natürlich einen geilen Vertrag, wenn du in die Schweiz kommst. Ja, ja. Aber du willst natürlich nicht in der Baracke in Lugano spielen, vor 500 Ultras max. Das schießt jeder. Da blutet jedes Fußballerherz. Wenn wir gestern im Jockeli gehockt sind. Und er hat ein Fußballerherz. Ja, natürlich. Wir, natürlich schießt er auch, wenn er gestern im Jockeli gesehen wäre, das würde ihn gerade anschießen. Natürlich.
Da gehst du lieber mit dem FCB in Barrage als mit Lugano in Champions League. Am Schluss, es ist so doof, es tönt. Das vielleicht nicht gerade, aber... Das sage ich mir als FCB-Fan. Spielst du lieber Conference League mit dem FC St. Gallen mit dem FC Lugano in St. Gallen vor 2000 Zuschauern gegen Slovan, weiss nicht was. Nein, es schießt ja. Nein, ist so. Halb so geil. Absolut. Der FCB ist geiler. Reden wir über den FCB, reden wir über den Match, reden wir über halben Sonnenstich, den ich hatte. Ein Gruß müssen ausrichten an eine sehr nette Frau, die mich angesprochen hat, dass sie sich bedankt hat über unseren tollen Podcast. Sie hat noch einen Namen vergessen. Ich glaube, sie kommt aus Kriegstätten. Ist Kriegstätten in Bern. Das können vergessen, was ich auch. Es tut mir wirklich leid, aber mega nett gewesen. Freut einem immer sehr. Ja, sprecht uns ruhig an, nur zu. Du wirst gerne angesprochen. Ja, nein, das kommt drauf an, von wem. Nein, kommt ab und zu doch mittlerweile auch mal vor, aber immer tolle Begegnungen gesehen bis jetzt. Yes, alle nett. Nein, muss ich sagen, die Sonne bratscht. Wieder Probleme am Eingang bei uns. Ja, ID-Kontrolle habe ich bei uns auch gesehen, aber ich... Nein, nicht ID-Kontrolle. Das habe ich aber so gelesen im Chat. Nein, das habe ich geschrieben, als Witz. Aha. Nein, ich habe es Witz geschrieben, weil es wird nicht vorwärts gegangen. Ich habe gesagt, die tun schon die ID kontrollieren wahrscheinlich mittlerweile. Es gibt schon... Nein, weil wenn du dann im C reingehst, siehst du das jetzt wirklich häufiger. Sie kontrollieren so Family Corner Tickets, ermäßigte Tickets und so, kontrollieren sie jetzt mittlerweile. Also früher habe ich das Gefühl gehabt, ist das gar nicht kontrolliert worden? Ja, das hat bis in 10 Jahren nicht mehr angeschaut. Einmal in den letzten 10 Jahren, wo mich einen abgetastet hat. Ein einziges Mal. Ich bin völlig baff gewesen, dass der mich anlängen wollte. Früher haben sie mir halber die Hosen abgezogen. Aber man wird alt. Ich kann gar nicht sagen, das kommt, glaube ich, ein bisschen auch mit dem Look, wenn man reinläuft, ob man jetzt abgetastet wird oder nicht. Ja, aber ich sehe trotzdem aus wie ein Assi, wenn ich rumlaufe im Match. Amigs, ja. Nein, aber der Match war cool. Also, hat Freude gemacht. Es ist ein Riesenspektakel. Nein, doch, es ist mehr als das. Es hat richtig gelungen, es hat richtig geliebt und brennt. Ich habe das Gefühl, die Stimmung war bombastisch. Mega. Und das nüchtern. Also, ich habe Wasser getrunken. Es ist aber einfach so eine. Es hat Spass gemacht. Absolut. Hat Spass gemacht. Ja. Lose Feuerwehr, Vollgas. Ist cool gewesen zum Zuschauen. Doppelsturm, der richtig gezündet hat. Einfach. Fußballherz, was willst du mehr? Ja, nein, also wirklich, ist ganz, ganz ein toller Match gesehen. Ich glaube, nach so einem Match weiss nicht der Vujo, wieso er bei uns unterschrieben hat und nicht bisher. Es ist einfach, und das ist das, was ganz viele sagen. Ich kann sagen, ganz viele andere Podcasts, sagen andere Zeitungen. Der FCB ist sexy. Und auch wenn wir scheiße sind, er ist sexy. Und ich will sexy. Und ich will mich nicht vergleichen mit kleinen und mittelmäßigen Vereinen, die irgendwo im Mittelfeld rumgucken. Sind wir einfach nicht, obwohl wir sportlich scheiße sind im Moment. Es kommt darauf an, eben, was du dann anschaust. Schaust du nur das Sportliche an, schaust das Umfeld an, schaust eine Mischung zusammen an. Denn wenn wir nur das Sportliche anschauen, müssen wir uns leider dort ansiedeln in dieser Saison. Das ist halt faktisch so. Wenn es heisst, der Spieler will nicht mehr zu uns, der will zum FC Winterthur statt zu uns, oder will zu GC statt zu uns. Oder das glaube ich Stand heute noch nicht. Vergessen. Ja. Das ist Stand heute wahrscheinlich noch nicht ganz Realität. Nein. Es ist ja auch schon, irgendwann ist das gekommen, dass man das zu IB gesagt hat, oder? Und das ist jetzt doch leider heute die Realität. IB ist das so, Dort hat sich das gewechselt, aber bei den anderen Vereinen, die du jetzt genannt hast, vorher, ist das einfach noch nicht der Fall. Aber auch nicht jeder. Es gibt immer ein paar, die sagen, heute noch schlimmer noch, was zahlt der FCB, wenn IB ein Angebot macht. Hat der FCB nicht angefuckt? Weißt du so? Nein, natürlich gehst du zu IB. Heute. Stand heute. Und dann gehst du vielleicht sogar auch zu Servette, Stand heute, und warst noch weg. Vielleicht sogar auch zu Lugano, Stand heute, einfach mit dem finanziellen Päckchen. Das macht sicher und eine kurzfristige Möglichkeit. Weil wir halt nicht europäisch sind, das wird uns nicht weiterhelfen. Und das wird uns nächste Saison auch weitere Probleme bescheren, ganz sicher. Aber gut, reden wir uns erst noch über den Match. Ich kann gar sagen, die nächste Saison ist noch ein Stückchen weg. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier die nächsten letzte Spiel gut können, positiv abschließen und ein Elan können dann mitnehmen in die Pause und in die neue Saison. Aber wir können gerne ein über die Spieler, über die Aufstellung, über die einzelnen Leistungen reden und können mal ganz hinten anfangen beim Hitz. Wie hast du den Hitz gesehen? Hitzig. Endlich mal hitzig. Nein, keine Ahnung, was da passiert ist nach dem Match. Das ist eine sehr interessante Szene gewesen. Ich glaube, er hat Celestinis Haarwort gesagt oder so. Nein, wie kannst du die so anficken? Also, Celestini sagt ja, der Hitz hat gemeint, er hat etwas gesagt, was er aber nicht gesagt hat. Mhm. Ich habe es richtig gelesen. So hat sich probiert, auf der PK irgendwie zu erklären, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So aber, in die Richtung irgendwie. Aber wirklich hundertprozentig daraus schlau geworden ist man auch nicht. Es hat auch nicht ausgesehen, als hätte man können die Differenz, dass man jetzt kurz etwas Falsches gesagt hat, aus der Welt schaffen. Also, die sind relativ gestresst auseinandergegangen, wenn man das so sagen darf.
diverse Gerüchte habe ich gehört, dass es darum gegangen ist, dass die Kettenbinde nicht da rein ist, sondern an Schmied. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das war etwas Intens gewesen, theoretisch wünsche ich mir die Emotionen ein bisschen vom Hitz. Jetzt nicht zwingend gegen den Trainer. Nein, also der eine hat unter dem Post auch kommentiert, es ist doch ganz normal, der Druck fällt ab, die Emotionen kochen hoch. Das ist ein übliches Vorgehen im menschlichen Körper, wenn man so möchte. Ich finde es grundsätzlich auch okay. Ja. Ja, genau. Also ich finde es nicht so schlimm wie andere vielleicht. Und wenn man es auf dieser Basis anschaut oder von dem Denken, dann ist es vielleicht nicht einmal so negativ, wenn man das so möchte sehen. Außer man kann doch etwas hineininterpretieren, was kann ist man da los? Wieder bla, bla, bla. Ist der Celestini einer von denen, der vielleicht sagt, er will, und das ist alles Spekulationen, ich will die Goalie, die kann shooten. Oder ein Jüngerer. Das ist egal. Das ist eher Dave sein Wunsch. Also wenn er den Sommer kriegt, dann muss er keinen Jünger haben wahrscheinlich, nein, dann nimmt er den Sommer. Das glaube ich auch, ja. Aber, ja, Spekulation, aber es hat sich gerade so ein bisschen, Jimmy ist super gesehen, wir haben das gesehen, dann, ach. Was ist jetzt das? Was ist so ein kleiner Dämpfer am Ende? Ich kann nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich um eine Kettenbindung geht, wo es verdient auch einen Schmied will gehen. Nein. Sicher wäre es auch verdient an Hitz. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, dass der Schmiedeleiter ist, das sieht jeder. Auf dem Platz. Was der wieder abgekackt hat, man können gehen oder das nächste zu ihm kommen. Also sensationelle Leistung gesehen auf dem Platz, wie der 120-200% für Rot-Blau gegeben hat. Das Lustige finde ich, ich habe es nicht sein besten Match gefunden, weil er ein paar Fehler drin hatte, aber was der Kämpfer ist. Genau. Das ist es. Leck mich am Arsch. Er hat vielleicht in anderen Match schon bessere Szenen oder mehr gute Szenen gehabt, mehr Spiele, öffnende Bälle etc. Aber was wirklich kämpferisch ist von ihm, das ist mit großem Vorbild für die ganze Mannschaft von uns. Und wie ich es schon gesagt habe im vorgängigen Podcast, ich hoffe einfach, dass er den Auslandszenit schon überschritten hat und jetzt einfach die nächsten Jahre bei uns zu einer festen Größe werden und auch Rolle von Xhaka frei in den nächsten Jahren erben. Ja, aber ja, ich würde es noch in den Stein meißeln. Nein, eben wenn dann vielleicht doch so eine Augsburg um den Ecke kommt in ein, zwei Jahren und sagt, hey, hast du nicht noch Lust, als Stammspieler die also, eine oder andere Saison Bundesliga mitnehmen? Jo. Ich rede ja immer von so Vereinen inner, aber ich habe das Gefühl, wenn es Scouts dort hocken und jeden Match schauen, hast du einfach in jedem Match eigentlich die auffälligste. Aber für welchen Verein ist ein Profil wie ein Schmied interessant jetzt? Nein, eben, das glaube ich das auch nicht. Das ist so. Oder nicht die Leistungen von Unmögliches. Also von den Leistungen her könnte er wahrscheinlich diesen Sommer einen guten Transfer bekommen, wenn er jünger wäre etc. Aber es ist halt das Gesamtpaket, das ihn prädestiniert könnte zu machen, noch länger beim FCB zu bleiben. Das hoffen wir natürlich auch. Ich will nicht wegreden, aber ich kann mir einfach vorstellen, einen sehr ambitionierten, ich sage es einmal, Championship-Verein, der war ja Gold wert. Ja, ja. Und die können dem locker mal 2 Millionen Lohn zahlen. Und so etwas hat er halt noch nie. Also weißt du, was ich meine? Wenn es ums Geld geht, dann sucht er definitiv nochmal einen Transfer. Das kann ich mir vorstellen, mit diesen Leistungen. Weil der hat noch nie, ich weiß nicht, wie viel verdient, dass er nicht arbeiten müsste. Und das könnte er natürlich mit einem Transfer machen. Ich will ja nicht herbeireden, aber ich sehe auch ein gewisses Championship Football. Das dürftest du mir nicht mal übel nehmen mit diesen Leistungen. Dort wäre einer von den Besten. Ja. Stand jetzt. Danke, also, gehen wir auf die andere Seite. Kevin Rieck. Auch gut. Also nicht so abfallend, wie er das eben in den letzten Monaten gesehen ist. Wieder. Nein, hat ja im vorletzten Match war schon top gewesen. Eben, dort, ich kann gerade sagen, eben, er hat ja schon in den letzten Wochen eigentlich durchaus einen Aufwärtstrend gehabt. Jetzt schießt das Goal. Wo nicht zählt. Ich habe es erst gerade angeschaut. Ich habe ein paar angeschrieben, ist ein glasklares Foul von Barry. Ich muss sagen, Ellenbogen in den Rücken ist schwierig zum argumentieren. Aber also Ellenbogen ins Gesicht, aber Ellenbogen in den Rücken, what the fuck. Es haben auch viele geschrieben, wenn er die Hand genommen hat, wäre es kein Foul gewesen. Ich denke, das stimmt nicht ganz. Es ist ein Foul, wo du ein Goal musst zurücknehmen, das geht es mehr. Nein, Entschuldigung, jetzt darfst du nicht drüber. Das ist jetzt eben falsch. So funktioniert die VAR auch nicht. Die VAR, doch, ein krasser Foulentscheid muss sein. Genau. Ist kein krasser Foulentscheid. Ja, gut. Eben, aber es ist ein Foul, egal ob es ein kleines ist oder ein grosses. Also entweder ist es ein Foul, verstehst du, was ich meine? Nein, aber das ist kein krasser Foulentscheid. Über das können wir diskutieren. Ist es ein krasser Foulentscheid oder nicht? Oder? Und für mich kannst du es, und das haben viele geschrieben, der Schiri hat einen harten Gang angehabt. Es hat ein paar Mal geklopft und hat weiterlaufen lassen. Ja. Das ist für mich auch klar gewesen, lass das weiterlaufen. Also es ist auch, wenn es der Schiri pfeift auf dem Platz, kann man nicht sagen, es ist kein Foul. Ja. Ist, wenn er es nicht pfeift, ein klarer Fehlentscheid? Nein. Glaube ich auch nicht. Eben.
Und eben, ich hoffe mal nicht, dass da der Kollege, der letzte Servette gepfiffen hat, im VR-Räumchen noch etwas Gutes gemacht hat. Aber ja, nein. Nein, es ist jetzt auch dort, habe ich jetzt gefunden, muss jetzt der, der wirklich weit vorher die Szene wegen dem. Also, ich habe es wirklich. Ich meine, heißt sich sogar anschauen. Ja? Heißt sich sogar anschauen und hat entschieden, wenn sie jetzt die Schweizer anschauen, dann ist es schon erledigt. Ja. Aber gut, wie gesagt, kann man darüber reden. Wenn jetzt der Match anders ausgegangen wäre, wäre das definitiv grösseres Thema. So ist es egal, da kannst du wirklich sein lassen. Der Vujo, reden wir über den Vujo, hat auch nicht der allerbeste Match gemacht, aber er gefällt mir eigentlich gut dort, so in dem System, wie wir es jetzt haben, wenn er nicht den Flügel montieren muss, sondern eigentlich der Innenverteidiger ist. Ja, er ist der rechte äußere Innenverteidiger, so wenn man so möchte. Und das finde ich eine super Position. Weil er eben ein bisschen Zug gegen Führer hat, ich will es nicht Fabian Schär sagen, aber er hat ja ein bisschen, weil er auch Außenverteidiger spielen kann, ist er tendenziell für die Offensive als einer, der wirklich immer Innenverteidiger ist, gelernt. Du weißt, was ich will sagen. Kann ich nicht richtig ausdeutschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Position passt zu ihm, passt aber, ich glaube, auch zu allen anderen, passt auch zum Van Bremen. Ja, und zum ADT auch. Also, ADT ist für mich sowieso, da müssen wir nicht diskutieren, was der liefert. Ja. Fehlerlos, zweite Match. Für mich der beste Innenverteidiger gesehen. Für mich auch. Schon für im letzten Match der beste gesehen. Und Van Bremen war auch top gewesen, muss man ehrlich sagen. Gut. Also, wo die Aufstellung kam, haben doch ein paar Leute sich gemeldet bei mir und gesagt, Verteidigung Van Bremen, ADT, oh je. Ich habe gedacht, das ist eigentlich noch... Ja, und das habe ich nach einem Match, und es kann immer Fehler passieren, aber ich habe den ADT gesehen, ich als, der macht keine Fehler. Nein, der hat, ja, keine Fehler habe ich jetzt so nicht ganz gesehen, aber durchaus sehe ich ihn. Jetzt kommt ein Duell gefühlt, er gewinnt Zweikämpfe. Physische Präsenz auf dem Platz ist hervorragend. Er steht auch gut, Laufwege sind gut, ich finde ihn, ja, wir müssen nicht darüber diskutieren. Wir werden ihn nächste Saison öfters sehen. Innenverteidiger müssen wohl keinen holen, weil du Comas ist auch auf der Bank gesessen. Am wenigsten, also das ist wirklich wahrscheinlich die Position, wo wir am allerwenigsten Handlungsbedarf haben im ganzen Kader. Reden wir über das zentrale Mittelfeld. Dreizack, Tauli, Leon, Fabian Frey. Fabi war auch wieder geil. Ich finde ihn langsam auch schon unser Rekordspieler. Aber langsam wird er wirklich so ein kleines Phänomen, weil er überall einsetzen kann. Hat einmal hat die Möglichkeit, habe ich gesagt, der Weltklassenspieler war eine halbe Hundschel gegangen und hat ihn gerade weitergeleitet. Mhm. Weiß nicht mehr, was du siehst. Er nimmt den Ball an, statt dass er direkt, ich glaube, eine Karte in den Fuß legt, dann kann er live aufs Goal. Aber sonst einfach wieder richtig stark. Vor allem, eben, es ist die Farbe, das Auftreten, das er hat auf dem Platz, auch, oder die Räume, die er sieht. Es ist einfach stark. Und so einen haben wir nicht einen zweiten im Kader, der das so spielen kann. Oder? Und die Ballsicherheit, die er am Ball hat. Also, er steht irgendwo rund um den 16er, wird von zwei, drei Gegenspielern bedrängt und schafft es aber, den Ball sicher nochmal an Mitspieler zu bringen. Oder? Und so etwas. Eben, das sieht so einfach aus bei ihm. Ist brutal schwierig. Ich denke, wieso können das nicht alle? Und, ja, und man merkt auch einfach das Denken, das auch für die Offensive hat. Oder? Also man sieht, er sieht die Räume, er sieht Situationen, er kann das antizipieren. Und also ich glaube, er hat wirklich schon mal auf jeder Position gespielt, außer Goalie, würde ich jetzt mal wirklich schwer behaupten. In den jungen Jahren war er oft Flügel gewesen. Er hat auch Rechtsverteidiger gespielt, unter dem Gross dazu mal. Stürmer ist schon öfters gesehen. Also eben. Er hat wirklich alles aus dem Goalie und vielleicht Linksverteidiger durch Unterbruch gespielt. Schweizer Sackmesser halt. Ja, absolut, absolut. Wer hat das Duell Leon gegen Tauli gewonnen? Im zentralen defensiven Mittelfeld, Leon, ganz klar. Ganz klar, Leon. Also Xhaka hat eine gewisse Präsenz auf den Platz gebracht, die ich wichtig gefunden habe. Irgendwie. Yep. Also eben auch wieder das kämpferische Gehen, das ihm einfach in die Blutbahnen geschossen wurde von Geburt an. Das hat man wieder gesehen, das hat man auch ein Stück weit gebraucht. Aber Abdullah ist sicher mit einer All-in-All stärkeren Performance, spielentscheidenderen Performance, als das beim Xhaka der Fall war. Reden wir von den zwei Besten. Barrikade. Cooler Sturm, du warst heute. Gestern. Obergeil. Also sorry, ich bin ja Barri-Fan der ersten Sekunde. Ich will meine Meinung nicht mehr ändern. Ich finde diesen Typ so geil. Jo, also so gut. Ich habe natürlich eine gewisse Vorgeschichte mit dem Barri, wenn man das vielleicht so kurz kann aufrollen kann. Es war so, dass ich von einer Quelle aus Belgien etwas zwitschert bekommen habe, dass du einen bestimmten jungen französischen Stürmer können nach Basel wechseln.
Und hat dann auch die Ehre gehabt, das als erstes Schweizer Medium können in der ganzen Landschaft verbreiten können. Hat mir dann die Mühe gemacht, eben diverse Scouting-Reports über ihn anzulegen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich verliebt gewesen in das Spiel. Und das Paket, das er mitbringt, das ist so speziell. Das ist wirklich etwas, das findest du nicht oft auf dem Transfermarkt, das Profil, das er hat. Mit der Physis, mit der Größe, mit der Geschwindigkeit, mit der Technik. Der Einzige, was mir da in den Sinn kommt, jetzt weiss ich nicht mehr, wer das gesehen ist, ist, wir haben Europa League und Champions League gegen die gespielt. Was haben das gesehen? Ungarn. Grosse, schwarze Stürmer vorne innen. Nein, es sind nicht Ungarn gesehen. Mhm. Rumänen. Ah, der Traoré. Lassina Traoré. Traoré, genau. Genau. Klusch. Ja, Klusch. Ja. Der Typ ist mir so auf den Sack gegangen. Der ist über 2 Meter im Fall. Ja, aber er war auch schnell und stark. Ja. Und alle haben ihn zuerst ein bisschen ausgelacht und dann merkst du, oh, fuck, der hat eine Qualität. Der hat uns das Leben schwer gemacht. Nein, dazu mal. Wir haben den nicht können verteidigen. Und ich habe immer gesagt, du so einen Stürmer musst haben. Mm. Und dann packen sie einen aus und heisst Tierno Bauer. Knapp 12 Jahre später. Aber sie packen einen aus. Ist das so viel später? Ist das so lange her? Klusch ist... Also wir haben mal in der Quali gegen sie gespielt und dann später auch mal noch in einer Gruppenphase international. Wir sind aber zweifach auf sie getroffen. Aber ich meinte, es war sogar beim ersten Aufeinandertreffen gewesen. Möglich. Einmal habe ich so einen Wettbewerb bekommen, Barry, und er hat so unglücklich angefangen. Aber ich glaube, mittlerweile, es lieben ja alle, es flippen ja alle uns ab ihm. Jetzt dürfen wir einfach nur hoffen, dass er nicht wechselt. Aber wenn ihr darüber mehr hören wollt, können wir in die letzte Folge hören. Nein, wir dürfen nicht wechseln. Und ich bin trotzdem nochmal der Meinung, wenn er nicht viel verdient, dann musst du ihm jetzt den Vertrag verlängern. So haben wir es früher immer gemacht. Sagst du ihm, hey, wir können eine Ausstiegsklausel machen, sogar, wo aber fett ist. Hey, lass das mit den Ausstiegsklauseln, wenn das der Spieler nicht auf Biegen und Brechen erzwingt und du es unbedingt willst machen. Dann kannst du es ja hoch machen. Aber wenn es kannst, los. Wenn er drauf besteht, nein, wir lassen den Spieler gehen. Und eine Hoche bringt dem Spieler eben auch nicht. Das ist eben der Punkt. Was bringt dem Barry eine von 25 Millionen? Weißt, also das ja, du weißt, wenn es jemand will zahlen, wenn er nächstes Jahr so 40 Goal machen, dann könnt ihr trotzdem gehen. Sonst könnte der FCB immer noch rein theoretisch. Rein theoretisch. Ist alles sehr theoretisch. Aber für ihn hast du immer gemacht, hast ein Jahr verlängert. Du hast mündliche Freibarung gehabt, wir lassen dich glauben, guten Angebot, aber du bleibst jetzt erst einmal noch. Und ich glaube, der Barry müsste genau das machen, aber eben haben wir in der letzten Episode schon darüber geredet, da haben wir darüber geredet, dass der KD wieder mal ein bisschen Gas geben sollte. Ist das der letzte gewesen? Vorletzte? Ja, keine Ahnung. Beide wahrscheinlich, weil er die letzten Wochen ein bisschen in einer Formtief gewesen, wie ich gefunden habe. Und dann kommt der Toni Kader und brennt einen ab wieder mal. Ich sehe, sie haben nicht können stoppen, nicht können verteidigen, sie haben nicht einmal den Ball können abluchsen. Er ist so stark. Vor dem ersten Goal, das nicht zählt hat, der Auftritt von ihm dort. Oh mein fucking Gott. Entschuldigung. Aber das war Masterclass gewesen. Also für mich leichte Messi-Vibes aufkommen in dieser Situation. Wirklich. Also, wenn er den Ball verarbeitet, in der Mitte der beiden Spieler, kurz vor der Strafraumgrenze, nachher die Verarbeitung an der Strafraumlinie. Dann ein bisschen unglücklich, dass der Servet-Spieler dort auf den Boden geht. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Dort darfst du nie auf den Boden gehen. Dort musst du auf den Füßen bleiben als Verteidiger. Aber gut, kommt am KD natürlich entgegen. Hat alle Zeit von der Welt, um den Ball noch entsprechend in die Mitte zu bringen. Einfach sensationell ausgespielt. Wirklich super. Und ich habe in der letzten Folge noch gesagt, der hat das Potenzial. Der kann das abrufen. Eben, der hat da seine Auszeichnungen bei den Junioren alles abgeräumt. Ja, er kann es ja. Deutscher, er ist ein U19-Nazi-Spieler, oder? Ja, mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen höher. 20. Wenn er noch dabei ist. Oder ist er 21? Ich meine, er müsste schon noch, ja. Einer von denen. Die, die reingekommen sind, haben mich nicht überzeugt, Sigura, wenn Kajuri für den Beste gewesen, gefühlt. Ja, gerne. Ein, zwei gute Ball gehabt, ein, zwei schwächere Ball gehabt. Hat sicher nicht schlecht gemacht. Das Böhne hat ja noch 10 Minuten gehabt. Sigua ist ein bisschen sehr blass gesehen auf seine Verhältnisse, aber das ist jetzt ein bisschen viel in der Ferien gesehen. Genau, der muss wieder ein bisschen warm werden, habe ich das Gefühl. Aber, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt im Herbst, obwohl es dort für alle schlecht gelaufen ist, dass die Sigua auch einer von denen Gewinner sein könnte in der Rückrunde, die uns dann nächsten Sommer verlässt. Ist er nicht gesehen bis jetzt. Natürlich auch aufgrund von Verletzungen, Abwesenheiten etc. Aber ich hoffe nach wie vor und wäre super froh, wenn wir mit ihm nochmal eine weitere Saison starten können. Und dann gern auch so ein bisschen als gesetzten offensiven Achter, Zehner, kreativen Spiel machen. Dort sehe ich ihn total. Klar. Fabi kann doch etwas beibringen. Genau. Nein, eben, wir haben jetzt zu euphorisch stöhnen. Es ist immer noch vieles schlecht rund um den FCB und auch am Schluss sind wir jetzt was?
Jetzt haben wir Iverdon überholt. Wir haben so nicht zu euphorisch sein, aber die Mannschaft zeigt einfach langsam. Ich glaube, wie man sich das vorgestellt hat, die ist nicht so schlecht, wie sie auf dem Tabellenplatz ist. Das sehe ich immer noch so. Dass ein paar Verletzte zurückkommen, denke ich, dass der Kurmas noch gespielt hat. Und wir haben wahrscheinlich so eine gute Bank gehabt, wie sie die Möhne nicht nehmen. Das muss man sich auch eingestehen. Ja, und hinter da eben kommen solche dreifache Axels und so, die im Nachwuchs sind. Also, die Pipeline ist da, es ist mit ein paar guten Transfers super, aber genau so ist es auch, wenn man jetzt alle, und das ist alles ohne Vega gesehen, wenn wir jetzt aber Vega, Bari, Kade verlieren im Winter, dann fangen wir bei Null an. Realistisch. Ja, also. Schluss noch der Schmied. 5-6 Spieler, tragende Spieler von dieser Rückrunde, die sollst du jetzt wirklich nicht abgeben. Nein, da haben wir also, das genau passiert auch nicht. Das genau passiert auch nicht. Also, da würde ich jetzt, glaube ich, wirklich einiges drauf. Du weißt nicht, aber aus meiner Erfahrung, von meiner Einschätzung so, ich glaube, wir werden. Du weißt nicht, ich sage einfach am Schluss, du weißt es nicht, wenn du auf einmal, keine Ahnung, auf einmal kommt Leverkusen und sagt, ah, der Kader wäre eigentlich noch genau richtig für auf die Bank bei uns. Du weißt es einfach nicht. Aber er hat die Leistungen diese Saison nicht gezeigt, um das können bestätigen zu können. Leverkusen gar nicht. Aber ja, also natürlich, eine sichere Bank ist nicht, dass die alle da bleiben. Der eine oder andere wird auch gehen, aber so ein massiver Umbruch, dass wir so viele Stützen verlieren, die jetzt eben wirklich tragend gewesen in der Rückrunde, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich habe noch meine journalistische Pflicht gemacht. Ja. Es hat mich Wunder genommen, wann ist der FCB das letzte Mal mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit gegangen. Oh. Wir können hier gerne ein kleines Quiz machen. Ja, was würdest du sagen, wettbewerbsübergreifend, wann ist der FCB das letzte Mal mit einer 2-0-Führung in Pause? Ja, was ich in der Conference League hätte gesagt, gegen... Irgendeine Wurst. Also wir haben diese Saison keine Conference League gespielt. Ah, diese Saison? Ja, sind also, wir mal 2-0 in 4 gewesen? Tag heute, alles rückwärts, 2-Goal-Führung in der Pause. Gegen die Wurstbos. Richtig. Dort sind wir das letzte Mal 2-0, wirklich mit 2-Goal-Führung in Pause gegangen. Das letzte Mal in der Liga. Diese Saison? Diese Saison? Nein, nicht, oder? Nein, aber... Das vor 2 Jahren oder so. 21.10.2022. Aber ja. Ach so. 1,5 Jahr ist crazy. Es her, wo gegen. Wir das letzte Mal, das ist gegen Winterthur gesehen, wenn ich mich jetzt nicht ist. Ja. Gegen Winter, ja genau, ich habe es mir sogar notiert gehabt. Also wirklich, 1,5 Jahre haben wir müssen darauf warten, dass wir wieder einmal dürfen, mit einer 2-0-Führung in Pause gehen. Crazy. Einfach nur crazy. Es war übel gewesen. So, bevor wir den Schwenker machen zu anderen Sachen, noch ganz schnell Premier League. Liverpool verkackt, Arsenal verkackt, City, beide verlieren daheim gegen schwächere Gegner. Ist einfach schade. City, selber verspielt. City jetzt wieder Hand, ja. Aber müssen wir nicht mehr darüber reden, denn was haben wir noch gehabt? Letzte Folge haben wir viel über den Benny Eben schon diskutiert. Da hat es eigentlich nicht mega viel News gegeben. Wir haben viel Feedback, also ich habe auch einiges an Feedback bekommen zu unseren Aussagen. Wir haben es nur zusammengefasst gehabt, eigentlich ein Stück so weit, genau. Und wie wir letzte Woche schon gesagt haben, erwarten auch wir eigentlich in dieser Woche weitere Entwicklungen, Stand jetzt, Stand heute, Stand 18, 10, ist noch nicht dazu beitragen worden. Heute reden wir zusammen, das ist doch irgendwie, heute redet man. Genau, heute redet man zusammen, was man so gehört, finden heute noch entsprechend die, heute oder morgen. Vielleicht heute Abend noch, aber sonst sicher im Verlauf von den nächsten Tagen, wenn ihr das dann hört, ist vielleicht auch schon entsprechende Beitrag oder Neuigkeiten hier auch im Online-Web verfügbar. Ja. Was man aber so merkt, ist, sobald Sport ein bisschen besser läuft und wir jetzt eigentlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, sind es 9 Punkte. Der Abstiegsparameter ist bei mir bei 1. 1. 1 bis 2, aber ja. Maximal, ja. 1 bis 2, wenn wir nur 10 noch gewinnen oder Punkte holen, dann ist schon sehr gut. Das ist finito. Dann ist alles andere auch ein bisschen weniger wichtig, so gefühlt habe ich. Weißt du, es beruhigt gerade. Das ist wie immer so, wenn es gut läuft, ist scheißegal, was wir reinmachen. Dann hätten wir die ganzen Themen gar nicht, wären wir irgendwie zweiter. Natürlich, logisch, das ist so. Also, es gibt natürlich schon gewisse Themen, oder, wenn die ihre wenn die ihre Berechtigung haben, so das Wort habe ich gesucht, dann wären die wahrscheinlich auch auf den Tisch gekommen, wenn es gut läuft, aber es wäre nicht so in dem Rahmen, in dem Ausmaß, mit den vielen Kleinigkeiten etc. Absolut. Das wäre wahrscheinlich so nicht entstanden. Nein. Am Duni, die auf und Co. bringen 55,5 Millionen, sind wir beim Geschäftsbericht. Ja. Auch so ein bisschen, keine Ahnung, es ist, wir haben einen Gewinn, einen ausgewiesenen Gewinn. Mhm.
bisschen etwas über 6 Millionen. Was eigentlich überraschend ist, oder nicht? Oder haben wir mit dem gerechnet? Es sind halt Verkäufe in der Schallere in dem Sinn. Aber wenn man 6 Millionen Gewinn macht als FCB, ist das eigentlich nicht so schlecht. Das ist gut. Das ist eigentlich ein riesen Erfolg. Ja. Aber überall wird eigentlich recht schlecht geredet. Wie ordnen wir das ein? Also klar, wir haben massiv Spieler verkauft. Wir haben Amtuni verkauft, wir haben Dio verkauft, wir haben Doi verkauft, wir haben Galfiori verkauft, der Wäldenbürger und der Pelmar. Das ist also, verdammt viel Qualität verdammt gegangen. Und viel Geld gekommen, wenn man es so möchte sagen. Und also, wieso es so kritisch gesehen wird, also ich denke, einer von deinen Hauptpunkten, wo auch ja, viel dazu etwas geschrieben haben, sind halt, dass die Ausgaben, der Personalaufwand nicht gesunken ist. Oder? Das haben wir ja auch schon besprochen gehabt. Man hat ja wirklich in den letzten Jahren immer gehört, auf Biegen und Brechen probiert man die Geschäftsstelle auf ein, nicht auf ein Minimum, aber durchaus zu reduzieren, oder dass man dort Kosten sparen kann. Seit Jahren und jetzt schaut man den Geschäftsbericht an und die laufenden Personalkosten sind sogar gestiegen. Wir haben 40 Leute im Kader. Genau, das ist der Punkt. Oder? Also wenn du natürlich entsprechend Leute kickst aus der Geschäftsstelle, da kannst du ein, zwei Profis mehr im Kader haben, die das direkt wieder ausgleichen. Oder? Und wir mit unserem XXXL-Kader, also das kann einfach von der Rechnung in dem Sinn halt nicht ganz aufgehen in unseren Augen. Oder wenn du jetzt wirklich so... 100%. Ja. Ja. Was ist bei dir noch so ein Gesichtspunkt? Oder? Die Frage ist einfach, wie weit muss der Lohnaufwand noch sinken? Das dunkelt mir jetzt eigentlich für einen grossen Schweizer Verein eigentlich okay. Für mich sind einfach... Die riesen Sache ist für mich Ticketeinnahmen, dass die quasi nicht in unsere Kessel gehen. Also dass die Ausgaben für Stadionmiete und Co. Das ist halt schon sehr hoch. Das hat sich ja verbessert. Das ist einfach crazy, dass da fast nichts hängen bleibt am Schluss für den FCB, wo ein Teil von diesen Kosten könnte ich tragen. Also dann wäre man dann vielleicht, wenn das ein bisschen gescheiter wäre, wenn man es nicht bei 6, sondern bei 10, 12, 15 Millionen. Und dann kannst du dann mal ein bisschen Reserven bilden und alles. Das ist sicher ein Problem. Stadion ist ein Problem. Gut, ein grosser Schweizer Club, wie du sagst, sollte halt eben auch international spielen, um dort noch entsprechende Einnahmen zu generieren. Genau. Das ist halt und das nicht ist passiert, der andere Punkt. Und das wäre, reden von einer Europa League, wo eigentlich das Mindeste sein sollte für uns. Oder international lenkt. Also, ja, also eigentlich müsste eine Europa League erreichen. Also als FCB vor 4-5 Jahren noch, ja, aber ohne Meistertitel, okay. Aber heutzutage, denke ich, ist Conference League. Göpsiger ist nur Europa League. Gell? Oder ist der zweite? Nein, der zweite, der in der Europa League kommt. Champions League Quali. Also, der zweite müssen wir eigentlich werden im FCB. Das meine ich. Champions League Quali. Und dann und entsprechend. Ja, das ist immer. Wäre ein Ziel und dann wäre 10 Millionen mehr da. Das würde natürlich das Ganze verändern. Also, komplett. Das ist nicht da. Wir werden das Jahr keine Conference League haben. Also, erneut keine Conference League oder Europa League oder Champions League. Wir werden also wieder Spieler müssen verkaufen. Da gibt es aber einen wunderbaren Transfer. Und da müssen wir auch wieder Note 6 geben im Vorstand, meiner Meinung nach, der Calafiori. Absolut 6 plus. Richtig Kohle rein, wenn der zu Juve wird wechseln, weil uns 40% von der Transferrecht gehören. Ist einfach auch dumm gewesen von Bologna. Entschuldigung, also so blöd. Du hast ja nicht gewusst, sie haben ganz viel gesagt, dass sie gewurscht. Also, da haben viel gesagt, der wird sich nicht durchsetzen bei Bologna. Also ganz viel. Ja gut, das hat jetzt nicht meiner Meinung Community haben ganz viel gesagt, der wird bei Bologna auf der Bank gucken. Für mich ist klar gewesen, dass er ihn einfach anschießt in Basel und auch wieder zurück auf Italien will und dort seine Leistungen wird bringen. Und wie man hört, hat Bologna letztes Sommer einfach nicht die finanziellen Mittel gehabt, um das entsprechend können zu stemmen. Blöd natürlich, wenn man dann so reinläuft jetzt. Die sind jetzt schön für uns, schön für uns, aber sie sind fett reingelaufen. Aber es war ein sehr clever Transfer von uns gesehen. Natürlich. Der hat Schaufenster, uns gehört er quasi zur Hälfte, Schaufenster, Bologna, die sind richtig stark. Jetzt geht es zu Juve, was sagt man, 20, 25 Millionen. Ist natürlich auch ein Glück gewesen, dass es jetzt alles so gut geklappt hat wie Bologna. Die haben ja eine mega Saison gespielt, oder sind sie immer noch am Spielen. Aber wir müssen auch so bei allem Negativen, die ganze Zeit im Gespräch und das sind auch Sachen, die funktionieren. Ja. Können wir jetzt darüber diskutieren, ob der Deal der Heiko ausgehandelt hat? Vielleicht. Und dann müssen wir ihm sagen, stark gemacht, Heiko. Der ist gut gewesen. Aber ich wüsste es nicht, bin ich ehrlich. Es sind aber ein paar ganz viele schlecht gewesen. Ja, natürlich. Also das überwiegt dann. Eben, Ausgabentransfer steht in 9,4 Millionen. Das ist wieder, das wird stückchenweise. Wir sagen, 21 Millionen haben wir für Transfers ausgegeben. Das sind 9 Millionen, sind jetzt in der Bilanz. Ja, egal. Was ich nicht ganz, also ich bin nicht sicher, ob ich das falsch verstanden habe. Vielleicht kannst du mir und den Zuhörern das ja noch genauer erläutern. Aber so wie ich es verstanden habe, sind die Ausgaben ja gestaffelt, wie du jetzt gesagt hast.
Aber die Einnahmen sind als Ganzes verbucht. Das habe ich... Verstehst du auch nicht? Der buchhalterische Trick habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wieso das so gemacht wird. Ich weiß auch nicht, wieso man denn da gewinnen will. Wir könnten ja dort einfach schon mehr von den Transfers draufklatschen. Vor allem, es stimmt ja, also laut meinem Wissen im heutigen Fußball stimmt es ja auch faktisch einfach gar nicht, dass du die Ablösen alle auf einmal überkommst. Die werden ja genauso gestaffelt uns zahlt, wie wir unsere Transfers zahlen. Also, und dann wäre es wieder schräg. Außer es geht jetzt wirklich, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt auch Vereine gibt, was jetzt sogar Burnley, was einfach gecasht haben. Ja, gewiss schon, aber also, heutzutage möglich. Ist das eigentlich nicht mehr der Ausschuss. Nein, und darum ist es auch komisch, wie das eben. Es macht für mich keinen Sinn, dass du Ausgaben im Vollumfang zahlst und die Einnahmen oder? Und Ausgaben durch Stückle. Es macht es einfach unmöglich, so einen Geschäftsbericht richtig zu lesen. Da musst du Buchhalter für Fußballclubs sein, dass du das verstehst. Nein, du musst warten, bis der FCB einen X-Tweet absetzt, um Sachen zu berichtigen. Weil ja. Ja, was hast du? Vermittlergebühr, Provisionen an 9 Millionen. Barz hat auch schon einen Artikel gemacht. Ja, das war beim SFL-Bericht gesehen, jetzt, wo das genau ausgeschildert worden ist. Genau. So. Und ja, da ist natürlich zuerst ein riesen Aufschrei durch die Community gegangen. Was? Okay, ich bezahle 2 Millionen, wir zahlen 100.000 8, und wir zahlen 8,9 Millionen. Aber ja, also der FCB hat es berichtigt auf X und hat geschrieben, dass da die entsprechenden Ausbildungsentschädigungen für die Jugendvereine von den jeweiligen Transfers in den gleichen Topf verbucht worden sind, sozusagen, wie Beratergebühren. Was für uns jetzt auch nicht mega logisch ist. Oder? Es ist am Schluss, du kannst ja faul sein in der Buchhaltung. Du kannst aber auch bewusst faul sein in der Buchhaltung. Genau. Und du kannst Sachen schlechter oder besser aussehen lassen für jeden, der schnell drüber schaut, der nicht zu viel Ahnung hat. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht vor mir, darum kann ich nicht zu tief analysieren, aber es sieht sicher besser aus, als es ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass all die Themen, die wir jetzt ansprechen, die für uns vielleicht unklar sind, durchaus eben verbuchungstechnische Grundlagen dahinter stecken. Oder ja. Dass ich habe von gewissen Leuten gehört, ich weiß jetzt nicht mehr, auf welche Zahl exakt das sich bezogen hat, aber dass du so natürlich auch kannst, Steuern sparen kannst, indem du den Gewinn minimieren musst. Oder dann hast du weniger gewünscht, die du am Ende vom Jahr dann entsprechend musst blechen. 95 Millionen Aufwand im 2023. Das ist schon viel für einen Schweizer Club. Das nach Champions League-Saison. Ja, wirklich. Keine Ahnung, wie da jetzt Stand gekommen ist, eben 30 Millionen Personalaufwand, das finde ich okay irgendwie. Ich finde die 30 Millionen, IBE hat ein bisschen mehr, ich glaube 2, 3, 35 oder 40 Millionen, bin mir nicht ganz sicher, ob ich keinen Scheiß erzähle. Steht das denn nicht da drauf? Danach kommt aber lange nichts. Ja, stimmt, steht auf dem anderen Bericht. Ich schaue mal rein. Aber ja, es kommt lang nichts. Das also okay, aber trotzdem sind es dann irgendwo sonst 65 Millionen, aber jo. Und es sagen ja alle, es sind IBE, mehr. Und dann noch ein bisschen eben St. Gallen, Lugano, so ein bisschen das. Aber es ist ein fetter Abstand zwischen uns und IB und dem Rest der Liga. Und es ist halt einfach ein Armutszeugnis, dass du als Verein mit dem Aufwand, den du betreibst, finanziell jetzt in dieser Sicht, oder, nicht einen entsprechenden Ertrag kannst rausholen. Also, mit laut den Zahlen gibt es keine Diskussion, müssen wir auf dem zweiten Platz stehen. Ganz klar. Ohne Diskussion, laut den Zahlen. Aufwand, beim Aufwand, oder? Und wir sind länger auf dem letzten Platz gesehen, lang auf dem zweitletzten Platz gesehen. Also, nein, das Verhältnis stimmt nicht. Das ist so schlecht wie noch nie. So schlecht wie noch nie. Du sagst es, oder? Und unser Ziel muss es eigentlich sein, einfach das wieder anzugleichen, oder? Vielleicht ein Stück weit mit der Ausgaben runter und ein grosses Stück mit der Leistung wieder rauf. So, dass man dann immer noch Zweiten ist in der Liga, was die Ausgaben und Aufwendungen etc. anbelangt. Genau. Aber halt auch dort mitspielen schlussendlich. Wenn man halt den Spielerkader noch mit einem gar nicht tieferen Wert, wie sagst du, der steht mit einem tieferen Wert in den Büchern jetzt, wenn man dort wieder Abschreibungen gemacht hat, was ja okay ist, das ist ja gut. Wenn der Kader mehr Wert hat, als man eigentlich ausgeben, als man eigentlich einschätzen, das ist ja nicht schlecht, das ist ja etwas Gutes. Aber ja. Im Großen und Ganzen werden wir wieder Transfergeld brauchen, so wie das aussieht. Ganz sicher, ganz sicher. Die Frage ist, längt ein Calafiori und vielleicht ein Vega, weil ich glaube zum Beispiel auch ein Vega wäre jetzt kein guter Moment zum Verkaufen, weil ich denke, er wird nicht so viel bringen, wie er noch könnte bringen. Nein, also bei Möglichkeit würde er wahrscheinlich nächste Saison viel mehr bringen, als das jetzt diesen Sommer schon der Fall war. Ich sehe vielleicht ein Stück wie das Bauernopfer, das genug Interessenten auf den Plan rieft, wo
genug entsprechend Parzelle zahlen, dass es sich für uns halt einfach lohnt und Sinn macht, weil wir auf dieser Position halt doch dann ja, auch nicht unbedingt jeden Mann halten. 55 Millionen haben wir letzte Saison eingenommen. 20 wäre schon top wieder. Also, aber dann 6 Millionen Gewinn. 55 Millionen, das sind noch 49 Millionen. Wenn der 20 nicht drin ist, ist ein Rechtsloch in der Kasse. Potenziell. Also eben, wenn man den Kader um ein Drittel gefühlt kann reduzieren, dann geht der Großteil von diesen Aufwendungen am Schluss auch wieder ab. Gut, so. Eben. Du hast gewisse Sachen, die automatisch schon funktionieren. Du wirst einen Giga verkaufen, garantiert für... Eben, ich sage, alle Tage können wir vielleicht schon 20 mehr, als Millionen. Meinen. Er sagt, also, was weiss wenig. Wir haben so 1,5 bis 2 Millionen, glaube ich, umgeworfen. Dann hat er, glaube ich, gefühlt gesehen, dass es mehr ist. Wenn du jetzt für den 2,5, 3 kriegst, dann kriegst du von der Milo. Auch etwas in, auch etwas in der Grössenordnung. Galafiori, was sind das? Eben 8 bis 10 vielleicht. 10 Millionen, sind wir bis 16, 17 Millionen. Und das ist ein Spieler, der jetzt im Kader war, verkauft wird. Genau, und dann kommt noch ein Vega. Oder hast du noch einen Flügel in Winterthur, der vielleicht sogar noch einen Transfer machen würde? Ja, aber eben, es sind, auch wenn es dann immer nur eine halbe Millionen und Millionen sind, oder? Am Schluss sind es dann vielleicht gleich 5, 6 Spieler, die uns auf diese Art und Weise verlieren oder sogar noch mehr. Yep. Und also 25 Millionen war ein super Transfererfolg. Also das haben wir dann in vielen Saisons nicht gehabt. Nein, das ist eigentlich ein außerordentlich starker, aber... Ohne international. Aber man würde Minus machen. Ja, im Vergleich zum Vorjahr, ja. Und darum ist es einfach massiv wichtig, dass die Mannschaft nächste Saison angreift und mit Erfolg hat. Und dann kommt es gut. Absolut. Außer wir hören jetzt irgendwann später oder lesen in der Zeitung, was nicht alles Schlimmes passiert ist. Da ist halt viel aufgebaut worden. Wir wissen nichts. Wir werden nicht zu fest spekulieren. Also wir wissen ein paar Sachen, aber wir werden nicht zu fest spekulieren. Ja, genau. Sportlich ist es okay. Ich glaub, wir können irgendwie jetzt irgendwie genüsslich, würde ich schon fast sagen. Nein, hör mal auf. Genüsslich noch den Luzern-Match geniessen. Das finde ich immer gut im Match Luzern-FCB. Ja, das ist schon lustig. Sind's. Und wenn wir gewinnen, bin ich der Meinung, dann kannst du voll auf die nächste Saison planen. Dann spielt der Atidei, wenn der nächste Saison soll spielen soll. Das machen sie jetzt schon. Sie planen jetzt schon 100% für die Super League. Also da können wir uns sicher sein. Das, was wir jetzt sehen eigentlich als Mannschaft, das ist schon ziemlich vielleicht auch das, was wir die nächste Saison sehen, oder? Also ich weiss zu nicht. Zu grossen Teilen. Ich denke, eben, man hat Verletzte, man hat noch auf dem Bänkli den einen oder anderen, der durchaus interessant werden könnte für die Startelf. Und es wird auch Transfers geben, die kommen. Da können wir uns sicher sein. Wir kennen den Dave alle mittlerweile. Von dem her wird es auch dort noch eine weitere Verstärkung geben, 100%. Darum hoffe ich, dass jetzt nicht zu viel Scheiß passiert ist. Um einen Verein herum, genau. Weil ich das Gefühl habe, und das ist positiv, ich versuche positiv zu sein, nächste Saison, ich sage es immer wieder, ich will auf den Leuten, die vielleicht nicht zu tief in dieser grusigen Materie sind, einfach einmal wieder ein bisschen Hoffnung geben, weil ich bin wirklich überzeugt, dass auf der Mannschaft, die wir haben, mit nicht zu viel Transfer, eben die 5, 6, 7, wo mir geht, die mir geht, das ist klar. 2, 3 richtig gute holen, dann sind wir wieder ein ganz ernstnehmender Gegner für alle Mannschaften in der Super League. Bin ich absolut davon überzeugt. 100%. Es geht in meinen Augen einfach nur noch darum, die Saison jetzt so gut wie möglich, wenn man das so sagen kann, zu Ende bringen. Ganz sicher schon 3 Runden vor Schluss nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, etc. Und dann will ich zum Beispiel eben, ich will den Match in der Abstiegsrunde quasi gegen GC und Co., wenn wir schon safe sind, gibst du mir Geld und nochmal endlich die alle Chance. Alle die spielen lassen, wenn es um nichts mehr geht, alle spielen lassen. Nochmal rausfinden. Genau. Bringt das etwas auf nächste Saison oder musst du ihn auslehnen, weil es nicht reicht. Aber eben, ich will immer sagen, wir haben eigentlich noch unsere teuersten oder 2 Türsten nach dem Vega, ist der Gelder, den wir noch nie gesehen haben eigentlich. Wir hätten mal kurz anfangs Jahr gesehen, aber sie dann davon nicht spielen. Ja, das ist eigentlich gesehen von meiner Seite. Viel mehr habe ich nicht dazu sagen. Vielleicht reden wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen. Nächstes Jahr. Nächste Folge langsam bin ich so lange, wenn du nicht wartest. Nächste Folge reden wir vielleicht trotzdem mal ein bisschen. Nein, wir reden anders. Wir haben einen Gast nächstes. Ja, wir haben es so, glaube ich, schon letztes Mal, vorletztes Mal gesagt, aber nächste Woche haben wir wirklich einen Gast. Können auch schon sagen, was ist. Ja, kleine Ankündigung. Und zwar wird uns in dem Sinne der Chefredaktor von Bolzplatz besuchen. Der Emanuel wird etwas aus seiner Tätigkeit auch für Bolzplatz erzählen. Er ist auch als Jugendscout unterwegs, wird dort uns sicher
der ein oder andere ja, kleinere Einblick in die ganze Junioren-Geschichte können geben. Kennt sich auch gut mit dem FCB Campus aus. Wir werden da sicher eine spannende Folge haben, die auf uns zukommt. Ich glaube, da kann man sich darauf freuen. Dann reden wir halt über den Geschäftsbericht ein bisschen später. Oder wir lassen es bleiben, wenn alles okay ist. Mal schauen, was alles noch so mal passiert. Mal schauen, was passiert. Einmal genießen es doch einfach mal ein bisschen, dass wir ein bisschen gewonnen haben. Ja. Genießen die Woche, auch wenn es eiskalt wird. Und dann am Sonntag ist Luzern. Ja, Sonntag. Tipptopp. In dem Fall. Viel Spaß. Tschüss. Ciao.